So, die Mittwochspiele in der Champions League sind durch. Ich habe beide über 90 Minuten geguckt. Deswegen nehme ich noch um 1 Uhr nachts hier auf. Ich war zufrieden, weil Paris hatte schon seine Chancen. Auch nach den X-Goals sind es nur 0,4 Tore Vorsprung, obwohl sie natürlich nach dem Rückstand dann hatte Bayern ein paar Riesen. Aber die haben trotzdem nur 0,4 Tore Vorsprung ergeben. Und vorher war ja Paris ein paar Mal ganz dicht davor. Bayern, also beide gut gespielt, was soll man sagen? Da kann ich meinen Tipp nicht schlecht reden. Und Tottenham hat ja, war ja gar nicht besser. Das ist ja ein Torvorsprung für Milan gewesen. Und da finde ich auch, dass das Spiel also glatt verdient gewonnen war. Also sind wir insgesamt pari und ich hatte gute Tipps.